Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute mal ein kurzes Video. Wir machen Käse und zwar Ricotta. Die meisten wissen es, ein italienischer Frischkäse. Wie wir den gemacht haben, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unseren Ricotta brauchen wir folgende Zutaten. 2 Liter frische Milch, Fettgehalt mindestens 3,5%, 200 Gramm Schlagsahne, den Saft von einer Zitrone und einen guten Teelöffel Salz. In einem Topf erhitzen wir nun die 2 Liter Milch und den Becher Sahne. Das Ganze machen wir so lange, bis es köchelt. Unsere Milch ist nun erhitzt. Nun gebe ich, das heißt, ich habe sie vom Herd gezogen, also zur Seite gestellt. Nun gebe ich das Salz dazu und unter anderem unseren Zitronensaft. So. Das Ganze rühre ich unter. Und dann lassen wir das Ganze. Hier ist wieder mein Finger im Weg. Ich filme mal wieder alleine. Und dann lassen wir das Ganze 10 Minuten stehen. Eine Viertelstunde später gebe ich nun unsere Käsemasse in ein Sieb. Ihr könnt es auch in ein ganz normales Haushaltssieb geben. Herr Kühne, Sie sind zu dicht mit der Kamera. Ja, ich sehe das schon. Und ihr seht, hier trennt sich halt wirklich die Molke von dem Käse. Konntest du das filmen? Ja, konnte ich. Okay. Ich schöpfe das Ganze nun weiter ab. Dann geht das Ganze in den Kühlschrank und morgen geht es weiter. So sieht nun unser Ergebnis vom Ricotta aus. Der stand nun kalt über Nacht. Ricotta. Und da unten noch der Rest von der abgetropften Molke. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, keine große Sache, schnell gemacht. Wir essen den Ricotta meist mit einer Scheibe Tomaten drauf, ein bisschen Gewürz. Aber man kann auch andere Sachen damit machen. Und was zum Beispiel, das zeigen wir euch in unserem nächsten Video. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, schönen Sonntag noch, bleibt gesund, tschüss. Kühnes Kochkanal.